Freude haben wir, wie alles 19 Freunde. Jetzt endlich ist er da. Season Mode 2019 Farming Simulator, Landwirtschaftssimulator 19. Lang ersehnt, lang erwartet ist er da. Bei uns direkt auf der Seite bei Giants, wo er auch zu finden ist, unter Mods. Und zwar hat sie das Video drin vom Realismus-Modding selber. Oh, habe ich schnell, darum habe ich das Bild jetzt noch offen, will zeigen. Es hat hier vom 17. Video drin, ganz verschiedene, über den Sepp Season Mode. Siehst du da. Und da hinten hat es nochmal eins mehr. So. Also 2, 4, 5, 6. 6 Videos, die wir nachher schauen. Zwar, also original von der Quelle, die das auch gemacht hat, also unverfälscht. He. Nehme ich jetzt mal an, ich habe jetzt keine Zeit, um die Videos zu schauen. Was ich jetzt will zeigen, da, oh, oh, ich bin so begeistert vom Schnee. Muss schauen. He? Eine Partymaschine, jetzt hinten dran, schau, hat er eine Salzmaschine. Die Frage ist einfach, ist das in dem Mode drin oder kommt das rein, dass man kann salzen und gleichzeitig faden? Die Schneeflöckchen, schön. Hä? Schau mal. Gehen wir gerade noch mal ein bisschen retour da. Das hier, Maschinchen. Da hinten. Ich sehe es jetzt nicht, ich kann es hier mit dem Programm nicht anzoomen. Das ist doch cool. Dann kann er vorne mit der schönen Fadischaufel faden. Dann muss man nicht einfach den Kramer nehmen oder sonst irgendetwas, oder? Und da hinten kann er gleichzeitig salzen, dass es nicht eingeführt. Das ist so ein bisschen wenig. Ich will hier einfach ein paar Sachen kurz zeigen. Und das Originalvideo ist bei mir schon bei Kyle Cunningham drin auf meinem Kanal. Und zwar bei anschliessend dort, wo immer ist, jedes neue Upload. Bei Kyle Cunningham alle Videos in dieser Rubrik. Das hier tue ich dann auch rein. Sobald es geändert hat. Ich finde das ja cool da. Mach da mal die Musik aus und hört man vielleicht besser, wenn ich sage. Muss ich nicht so packen? Also der Schnee, wenn der wirklich so schön aussieht, da mit einem Flöckchen. Schau mal, wie sich das cool bewegt. Gut animierter Schnee. Gefällt mir das sicher. Also da vorne, ich tue es mal am Anfang ein bisschen zeigen. So, wenn wir da mal laufen. Ich möchte nicht, dass es allzu lang wird, weil ich will es wirklich nur als kurze Info. Da morgen. Sonnenaufgang am Morgen ist auch schön, he? Die Farbe. Ist jetzt teilweise bei gewissen Karten Sonnenuntergang am Abend. Bei der Multimap ist das also irre schön. So jetzt da. Die sind ein bisschen schnell verwandelt gewesen, die Bäume. Grün. Birken. Schön grün im Saft, im Sommer, nach dem Frühling. Dann, bam! So sieht es aus im Herbstlaub. Schön, da verschiedene Verfärbungen, ein bisschen wie es in meinem Season, ich habe ein Video ja gemacht, wo original der Text auf Deutsch alles drin ist. Ich tue das hinten an das Video hin, dann kann das eben nochmal schauen und durchlesen. Auch, es ist auch dort dabei. Den Link zum Originaltext auf Deutsch habe ich hier schon umgewandelt in deutsche Sprache. Da steht in dem Text Ihnen auch, dass eben die Bäume nicht einfach einheitlich so eine Farbe, sondern wie jetzt hier, wenn man das sieht, ein bisschen dunkler braun, ein bisschen mehr grünlich gelb, also so einfach schon fast wie Nacht. Und ich da noch ein bisschen führen. Oh ja, es ist schon ein bisschen Echo weg da. Im Bild. So, die Verwerbungen sind schon leicht anders. He? Da hat er jetzt schon ziemlich Laub verloren. Da. Für die äußeren Äste zu. Das ist echt cool. Und dann sind wir doch schon im Winter angelangt. Überall liegt Schnee. So schön gemacht. Das kommt jetzt gerade noch das Bild. Ich muss so schauen, genau, was es ist. Man sieht Schnee. Den Ton haben wir jetzt halt nicht, wie es tönt, wenn man im Schnee fährt oder drauf rumläuft. Weil Audiosachen sind ja auch einige geändert worden.
Oder das alles zitiere aus dem Originaltext, ich erfinde da nichts. Es sieht auch cool aus und richtig Winterstimmung, oben der Himmel dunkler und viel Wolken und so. Auf den Berg liegt dann auch überall Schnee, Tannen haben aber keinen Schnee drauf. Echt, braucht es ja viel Schnee, bis man bei den Tannen auch Schnee sieht. Die Buschen haben halt keinen Schnee da. Echt schön, he? Dann sind wir da wieder Ackerfröhlich. Ich habe noch das wegen dem Unkraut zeigen, da wo sie geschrieben haben, ein paar neue Texturen. Kann man ja durchlaufen, lachli. Zum Unkraut, dass es nur noch partiell ist, also teilweise auf dem Acker, das sieht man da schön. Ich schaue gerade, dass ich das Bild da finde. Nicht jetzt, wie man es 19 das ausläuft, überall Unkraut, das Gier verreckst mit wegmachen. Nein, nur noch partiell. Da mal ein bisschen, dort mal ein bisschen. Also kannst du es ein bisschen gezielter wegmachen dann. Lassen wir da mal ein bisschen laufen. Die neue Texturen. Ich habe das jetzt direkt am Bildschirm aufnehmen. Ich könnte sonst ja ein bisschen auf langsam einstellen, geht jetzt aber halt nicht mit dem Programm, weil das jetzt nicht das Aufnahmeprogramm ist im Renderprozess, sondern direkt. Also sozusagen fast wie Live-Aufnahme. Tageslichtwechsel sieht man da auch. Ich habe da nochmal ein bisschen Retro, dass es ein bisschen eindrücklicher ist. So, Moment. Nein, jetzt rennt man noch davor. Moment. So. Halt. Macht schneller, als ich nachkomme. Oh, ist jetzt ja. Es ist also mega gut und Wunder geht nach. Alle paar Stunden wechselt das Wetter unter Umständen. Mehrmals am Tag. Also deutlich, dass man das von der Textur vom Himmel und so her sollte wirklich sehen. Da ist jetzt irgendwie, glaube ich, kurz vor Regen. Ja, da haben wir noch ein bisschen Sonne. So ein milchiges Sonnenlicht. Da. So, wie sagt man dem amix so fachmännisch? Ich zeige amix so einen Begriff, kommt man gar nicht in den Sinn. Fußes Licht, glaube ich, sagt man. Da, jetzt scheint es ein schönerer Tag. Es hat noch keinen Schnee, aber doch ein bisschen hell in diesem Bereich. Ein bisschen Wolken, da oben ist schon dunkel, also vielleicht kommt noch Schnee dabei. Echt schön gemacht. Die Sonne ist auch wieder diffus. So. Wenn man da mal schnell schaut, kommt da das mit dem Unkraut, das ich angesprochen habe. So, ja, da ist es gerade. Da siehst du jetzt so ein bisschen da und dort ein bisschen Unkraut. Der Rest, das ist ein abgeernteter Acker, Stoppeli. Falls es noch bessere Aufnahmen, die kommt jetzt dann gerade, wo man ein bisschen mehr sieht. Mit diesen Blüten kommt sie nicht. Dann ist die weiter vorne gewesen. Das mit diesen Kühen habe ich ja auch angesprochen. Mit diesen verschiedenen Fleisch, Wertigkeitsstufen von den Tierchen. Da tun sie schön graseln. Ist das ein neuer Stall? Muss noch mal schauen. Bessere Weide oder nicht? Nein, ich glaube es nicht. He? Ich habe schon so viele Ställe gesehen, du weißt schon, bald nicht mehr original ist es schon der Stall. Da sind auch wieder eben die ohne Hörner. Das gibt dann auch die preislichen Unterschiede und dann musst du es ja nach ein paar Jahren entweder verkaufen oder dann da gibt es noch das Bewässerung, also das nicht bewässert, die Wasserpumpe, das nicht verdurstet. Wenn man 15% Wasser garantiert, dann kann es der Kühe nicht passieren. Sonst verdurstet es dann vielleicht noch, das ist ja schon ein bisschen. Rotation, der Wechsel vom Acker, vom Korn, Moment, heisst das so. Rotation vom Korn. Ne? Das ist aber eine schnelle Überblendung. Da ist es noch das Korn da. Regen, Korn ist da. Und dann, bam, ist es weg. Affekt bei Wetter. Kommt es echt jetzt da nochmal? Nein, jetzt ist das schon weg. Kommt nochmal der Schnee.
Was heisst denn das da? Hau an, oder was? Zeig mal, ich möchte jetzt wissen, den muss man haben, den Mod. Wie heisst denn der da? Ja, es ist noch schwierig, bis das wieder einstellt. Moment, Hauer. Hauer heisst das da. Hauer Schneepflug und Hauer Salzwägeli. Lassen wir es nochmal schneien, weil es so schön ausgesehen hat. Aber ich bin ehrlich, persönlich mehr froh, bei dem Wetter, das jetzt draußen ist, als bei Schnee. Aber trotzdem. So, da ganz davon kann man nochmal ein bisschen retten. Da habe ich noch nicht ganz gezeigt. Da habe ich noch einen Moment laufen. Ja, das ist halt alles sehr Timelapse aufgenommen, dass man sieht, wie die Wolken durchziehen. Mich hat das noch nicht so ganz eindrücklich gesehen. Ich habe gemeint, man sieht da noch etwas anderes vom Schnee, aber das ist wieder das Bild. He. Das ist einfach das Bild ohne Schnee und das gleiche Bild vom gleichen Winkel mit Schnee. Siehst du? Auch die Büsche vorne dran so. Schaut euch einfach sonst das Originalvideo in Originalgeschwindigkeit da. Eben wie gesagt, das ist auch bei mir. Ich kann es auch hier auf den Abspann noch drauf tun. Ja, da sind wir wieder eigentlich da, wo wir angefangen haben. Der Kehr, Wasser fließt, ja, ja. Da sehe ich jetzt gar nicht so anders, außer die Bäume sich am Blattwechsel, im Blattwechsel befinden. Ich glaube, das ist auf einer Felsbrunnenkarte gemacht worden, die Aufnahme, so wie es aussieht. Okay. Und eben, wer will schauen, es hat noch da beim Modhub hat's noch einen grossen Text. Ich muss jetzt schauen, ich könnte das